Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei True Farming. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Euch einen wunderschönen Donnerstag, sofern ihr das seht. Und ja, meine Lieben, es geht weiter mit True Farming. Aber ich würde mich auch sehr, sehr freuen. Unten in der Videobeschreibung ist übrigens noch mein Zweitkanal. Die Twitch Highlights, die Stream Highlights. Da könnt ihr gerne vorbeischauen und lasst auch gerne ein Abo da. Haut die Glocke auf aktiv, wenn ihr Bock habt. Und dort gibt es immer eine Art, so die Reaction-Videos von Twitch und so weiter und so fort. Ja, kleines Spaßprojekt. Hab den Kanal meiner Frau gewidmet. Edles Vibe heißt der. Wie gesagt, Link ist in der Videobeschreibung. Schaut gern vorbei und lasst ein Abo da. Würde mich sehr freuen. So, und jetzt geht's aber rein hier mit True Farming. Bin gerade auf Weg mit Bella zu den Johannes. Wir wollen den Tieranhänger. Wir wollen den Tieranhänger holen und noch ein paar Kühe einkaufen. So hoffen wir zumindest. Sag mal, hatte der Dings eigentlich die 7.500 bezahlt? Der Ringele? Ja. Der hat doch gar nicht überwiesen, oder? Weiß ich nicht. Magst du mal anrufen? Ich pass auf, ich rufe den mal an, weil... Weil ich habe über unsere Kontoführung keinen Einblick. Ja, ja, ich rufe den mal ganz kurz an. Frag den mal, was da los ist. Ringele? Raimund, sag mal, hast du jetzt die 7.500 überwiesen? Hä, direkt, habe ich dir gegeben noch, kurz dabei. Hast du gemacht? Ja, ich habe das da gegeben. Ach so, ja, war ich mir nicht ganz... was hast du gemacht? Ich habe dir die in die Hand gedrückt, als ich vor dir stand. Erzähl keinen Scheiß, Alter. Ja. Das muss aufs Geschäftskonto. Alter, mach halt. Ja, wie, mach halt, überweis das mal, komm. Ja, dann gibst du mir nachher wieder... Ja, habe ich aber. Also, mach ich dann, ja. Ja, ne? Alles klar, gut. Sonst hier, du, alles gut. Ich bin ja nicht so, ne? Ja, was ist los? Ich habe immer noch nicht von meiner etwas größeren Bestellung eure Kosten bezahlt und die Steuern. Oh! Fuck! Was hast du bestellt? Ja, musst du deinen Kollegen fragen, der hat sich alles aufgeschrieben. Aber du hast den Betrag überwiesen, dass die Ware erhalten. Richtig, aber okay. Noch nicht euren Anteil und. Okay, wer war der Kollege? Ja, hier... Der Hafrige. Hafrige. Der Einweiser. Alles klar, pass auf, ich rufe den an. Ja. Ja, da gibt's jetzt... da. Oh ja, alles klar, mache ich. Gut, danke dir, Raimund, für die Info, ne? Ja. Weißt du noch, wie viel du bezahlt hast? Wie man Daumen ungefähr um die Ecke rum? Nee, kann ich dir nicht sagen. Okay, gut, alles klar. Ich fang von da ab. Ja. Ich hab grad dann... Bella! Hä? Ja? Oh, hast du viel Lampfunk? Ich hab viel am Funk, ja. Ja. Hallo, Job. Hallo. Job sagt, es gewittert gerade. Was ist gewittert? Ja, ja, es gewittert, ja. Oh, guck mal, hier ist Johannes. Hier ist Johannes. So. Ich sag dir, wir müssen unbedingt den Regen loswerden. Das nervt zu hart. So, warte ganz kurz. Johannes! Ja? Ja, wir würden uns den Anhänger nehmen. Ja, könnt ihr machen. Dankeschön, wir bringen dann wieder, ne? Jo. Bis gleich. Bis dann. Bis gleich. So, sehr gut. Okay, dann rein in den Anhänger und... Oder... Bella, rein in den Anhänger. In den Tiertransporter. So, da pass auf. Da kannst du reingehen, wenn du das nochmal sagst. Mann. Machst du mal Tor auf? Ist aber übelst aggro. Ja, welches denn? Das mittlere da. Alter. Ist ja, aber das auch das. Nicht. Ja, mein Gott, du stehst doch trocken. Ja, jetzt... Das scheiß Tor klemmt. Ja, komm mal hier raus und kurz von außen auf. Ja, geht. Achtung. Ja, mach sachte. Oh, Bella, mach sachte. Sieht gut aus. Sehr gut. Ja, hüpf rein. Hast du toll gemacht. Mach das Tor wieder zu. Ja, schön, ey. Was denn jetzt? Hupf raus, Achtung. Ja, mach. Pass auf, der Johannes guckt zu. Der nimmt das sehr genau. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Alles gut, sieht doch gut aus. Oh, das war, so. Das war Millimeter Arbeit, Johannes. Millimeter. Was war? So, Johannes, hab schönen Tag. Ne? Bis nachher gleich. Ciao, gerne. Ciao. Ciao. So. Okay. Wolltest du direkt Tiere holen? Ja, klar. Lass direkt bei Tierchen kaufen. Ja, aber die Frage ist, was möchtest du machen? Möchtest du Milchproduktion oder möchtest du die Lederproduktion? Weil wir haben beides. Wir haben drei Sorten Kühe im Stall. Nee. Doch? Nee. Doch? Nee. Doch? Nee. Doch? Nee.
Doch. Nee. Ey, jetzt guck nach. Wir haben 3 Sorten Kühe im Stall. Stimmt. Ey, glaub mal einer Frau. Ey, wir haben Holstein, Sala. Wer hat denn so ein Durcheinander gekauft? Ja, ich bestimmt nicht. Wir hatten damals die Kühe gekauft. Oh, Limousinenkühe. Was ist denn das bitte? Naja, wir wollen keine Mischkühe, wir wollen Lederkühe. Lederkühe brauchen wir, Bella. Welche sind weiß die Leder? Was los? Irgendwie will die Klappe nicht auf. Ja, du musst doch mal an die richtige Stelle fahren, rechts rum, ne? Nein, das ist genau hier. Echt? Ja. Versuch du mal. Ja, okay, welche Tiere? Welche Tiere nehmen wir? Ja, möchtest du, wie gesagt, möchtest du auf Milch gehen oder Leder. Möchtest du auf Leder? Leider. Ja, Leder, da musst du die Dingenskühe da holen. Ich glaube die Limousinenkühe. Limousinenkühe. Warte mal. Ich glaube. Warte mal. Das Limousinenrind, ein Fleischrind der Extraklasse, ist ein teures, aber doch futtereffizientes Tier. Es wird schneller wachsen, erreicht im Markt einen guten Preis. Das was mit den anderen? Algier, das Landwirt der Algier-Kuh kann sich sicher sein, dass ein niedriger Futterverbrauch und ein niedriger Pro-Kopf-Preis für die Haltung zwei durchaus lohnende Kompromisse bei der doch geringeren Milchproduktion. Nee. Sala, eine gute Option, ist bekannt für sein ausgeprägtes marmoriertes Fleisch, für einen angemessenen Preis. Nee, wir nehmen Limousinen. Also, wie der Name schon sagt, die sind am hochpreisigsten, sind die Limousinen. Ja, okay, dann nimm Limousinenkühe, weil wir haben. So, kann losgehen. Leider keine, die älter sind, aber die Eierschiere, keine Ahnung, Dingenskirchenkühe, da sind welche auf 2,9 Jahre alt. Ja, wir müssen halt mal gucken, wann wir die theoretisch wegbringen können. Warte mal, da können wir ja. Ich rufe mal Dominik an, der kennt sich da aus, der ist da hier der Fleischmann. Wer ist denn Dominik? Ach, der Johannes hier. Heißt der nicht so? Johannes, Dominik, Bär? Johannes, Dominik. Der, wow. Warte kurz. Ja? Dave? Ja, ey, du kriegst jetzt erstmal einen richtig mega Anschiss. Sag mal, sammelst du dich mal kurz oder ja, was? Ja, jetzt sammelst du dich mal kurz und überlegst mal, wie viel Geld du uns bis jetzt schon wieder. Ich hab noch zu tun, gleich geht's weiter. So, jetzt bin ich wieder da. Wow. Hört ihr gespannt zu? Wie viel Geld? Wir haben schon wieder, weiß ich, wie viel Geld verschenkt, Harald. An wen denn? Raimund Ringele. Hast du damals die Bestellung gemacht für den, die Großbestellung? Nein. Doch? Nein. Er sagt aber, er hat's bei dir gekauft. Also, musst du es ja gemacht haben. Ich habe die Bestellung nicht ausgelöst, nö. Doch. Nein! Er sagt doch aber, er hat es bei dir bestellt. Ja, er hat es bei mir angegeben, aber ich hab den Zettel auf den Tisch gelegt. Nein, hast du gar nicht. Natürlich, ja. Jetzt rede ich nicht wieder aus. Ja, natürlich. Keine Steuern, kein Landhandelanteil. Keine Steuern, kein Landhandelanteil. Wer jetzt? Bella? Oh, bleib dran, Harald, der Raimund. Raimund? Hallo. Hallo. Der Harry sagt, der hat das nicht gemacht. Wenn sonst? Ja, wie sieht er nicht? Was möchtest du? Ein Joskin Güllefass. Ja, alles klar. Was für eins? Gibt nur eins. Ja, dann das dann, ne? Ja. Ja, alles klar. Jo, danke. Ich bestell. Jo, passt. Ja. Ciao. So, Harald, hast gehört, du was? Ja, klar, brauchst einen Dummen. Aber wir haben noch nicht. Ja. Ich brauch keinen Dummen. Der Raimund hat zu mir gesagt. Ja, der Raimund hat zu mir gesagt. Der hat bei dir bestellt und er hat bis heute keine Steuern bezahlt und er hat bis heute keinen Anteil für den Landhandel bezahlt. Er will nur fair sein. Ich war ja auch zwischendurch mal Urlaubbar. Ne? Pass auf, das ist meine Info, die ich habe. Ja, das ist meine Info, die ich habe. Was soll ich denn damit jetzt machen? Mich den Jupp anrufen? Den Jupp anrufen und zusammen scheißen, weil du das bestellt hast? Nee, aber mich scheißt du mich gerne am liebsten zusammen. Himmel, Arsch, Zwirn. Nur wenn es um dich geht. So, was willst du? Weil du hast angerufen. Mach ja, das mal bitte noch fertig und besorg uns mal die Krone noch.
Ja, mache ich. Schönen Gruß von Herrn Friedrichsen. Wir sehen beim Herrn Friedrichsen aufschlagen, zeitnah, wenn es passt. Ja, ich also trödel nicht schon wieder mit deiner Karre. Ich habe 35.000 Limousinenkühe hier am Stissel, Junge. Das heißt Limousin und nicht Limousin. Sind es Autos oder was? Das wird ja egal, was das ist. Das sieht aus wie eine Limousine, also ist es eine Limousine. Bella, jetzt musst du aufmachen. Und so. Im Übrigen soll ich auch noch einen schönen Gruß von der Familie Ehrlich bestellen. Deine Madame könnte sich ja mal in der größten Not auch mal bei ihren Schwestern belegen lassen. Die war Monate nicht da und ihr hatte damals was anderes ausgemacht. Soll ich dir ausrichten? Ja, sag ich dir gern. Aber wir haben gerade Limousinenkühe gekauft. Limousin, verdammt nochmal! Hör auf, so ins Telefon zu schreien, sag mal! So, wann bist du hier, dass wir zum Friedrichsen kommen? Ich lad gerade die Kühe ab! Buch. Okay. Die Limousinenkühe, warte. Ich mach die Rechnung halt nochmal fertig, guck sie mal wieder, hast du sie denn da? 1, 2, 3, 4, das sind eine Menge Limousinenkühe. Bestätigen. Passt, dann halt raus, Bella. Jo. Ja, warte, Tor wieder zu, sonst hauen die da ab. Aber weißt du was, Bella? Angeblich würden die Kühe Limousin heißen, Alter, jetzt ohne Witz. Ich kann kein Französisch, tut mir leid. Was? Okay, ich mach Schluss. Was? Ja, man muss Prioritäten setzen. Ich hab gleich Prioritäten. Ja, wie, du kannst kein Französisch jetzt, ohne Witz? Ja, ohne Witz. Ja, was, wie jetzt? Ja, wie, Noch nie probiert? Nee. Wo du wirklich steht? Mehr kenn ich nicht. Okay. Ich würde dich gerne vom Schlauch schubsen, aber lass gut sein. So, gut. Ich wusste, pass auf, wir fahren jetzt zum Landhandel. Ich spring schnell raus, muss mit dem Peter, mit dem Harald zum Peter. Würdest du noch einmal Limousinenkühe holen? Limousin. Oh, oh, deine Schwester. So, passt, sind wir im Trocknen. Wie hab ich's gemacht? Hallo, Emily. Du bist kurz außen rum. Achso, ja, hab ich doof. Ich kann grad nicht. Warum, was ist los? Ich komm gleich. War eine knappe Sache. Wegen Französisch kommst du gleich, oder was? Was ist jetzt? Emily? Was machst du hier? Wie können wir dir helfen? Ich wollte noch kurz zu Harry. Ich wollte dir nur sagen, wie viel Mischfutter ich geholt habe. Und wie viel? 42.000. Soll ich den Preis sagen? Mhm. 42.000. Hab ich, ja, oder? Ja. Okay, 16,8. Für 400, ne? Doch, da. Ja, genau. Ja, passt. Okay. Harald, ich warte hier unten eine Stunde schon auf dich. Was ist denn Ding, wer bist du, Peter? Was? Ja, Bleib hier unten vielleicht gerade mal die Rechnung, die der Herr mal wieder verlegt hat. Die Rechnung? Ich habe schon wieder 16.800 Dollar eingenommen, während du da oben die Rechnung schreibst, aber mach nichts. Hast aber ja über 30.000 wieder ausgegeben, ne? Ja, für Limousinenkühe, Junge! Limousin. Was für Kühe? Limousinenkühe. Limousin. Ach, Limousin, Alter, Croissant maximal, aber... So, was ist jetzt? Ja, na, dann lass uns runterfahren, wenn du fertig bist. Ja, ich bin fertig, ich warte auf dich, ich habe ja gerade gerufen schon. Dankeschön, Emily. Dann euch noch viel Erfolg. Ciao. Ja, alles klar, dir auch. Ciao, Emily. Du wirst auch nie auf die Kette kriegen, oder? Mal ganz ehrlich. Wie soll ich es machen mit so einem Chef? Ja, wie soll ich es machen mit so einem Chef? Hättest du gesagt, hier, Emily, guck mal, neues Auto gekauft, ey, hab ich mir gönnt. Maßes Leder. Schön. Ja, natürlich gleich ein bisschen rumfluxen und so. Und dann steig ein jetzt, ey. Ach so, der ist wohl fertig, oder was? Ja, natürlich ist er fertig. Ist das auch oh, nee, das aber, Leder ist, ja. Das Leder ist aber nee, gut wegpoliert, ja, Alter. Ja, nee, warte, wir können hier noch nicht fahren. Warum nicht? Mach den mal ganz fix wieder aus. Wir haben noch kein Öl reingefüllt. Ist es dein Ernst? Ja, wir mussten es bestellen. Es war nichts mehr da. Gott, ehrlich, ohne Witz. So, pass auf. Was machst du? Ja, Tor geht runter. Tor geht hoch. Ja, komm, dann lass uns mit dem Diesel-LKW, mit dem Dieseltransporter fahren jetzt. Was soll denn der Käse jetzt hier? Nee, was soll denn bei Peter? Was ist denn dort? Ich weiß es nicht. Später hat wieder irgendwas für uns. Achso, okay. Keine Ahnung. Perfekt. Wo sind die aufbauen. Traktoren? Sind die da? Nein. Was? Hier ist nichts da. Nee, jetzt wäre ich aber gleich richtig. Oh, 10.000 Liter aber, Diesel drin, ne? Was ist da los? Aber Chef, weißt du, was wir machen sollten? Mal ohne Scheiß jetzt, Harald.
Wir sollten, wir haben noch 60.000 Liter Diesel, die Stadt bestellt hat. Wir sollten jetzt für 3 Euro, sollten wir das echt, das wären 30.000 Euro, was ich hier am Anhänger habe. Das sollten wir jetzt einfach abliefern. Dann lass uns das so machen, ist doch kein Ding. Genau, wir müssen auch wieder, wir müssen ja auch uns wieder ein bisschen hochkämpfen. Das ist richtig. Und also wir hatten auch mal Glück jetzt in der Nacht, denn Jupp und ich haben einen Traktor gefunden. Ha, alles klar. Der Fendt hier, mit dem Fritzel rumgekurft ist. Ja, der stand in der Waschstraße. Der wird zurückgegeben. Den müssen wir zurückgeben. Ja, wir können ja noch ein bisschen. Aber pass auf, ich rufe mal den Karl an und frag mal, warum unsere Sachen nicht geliefert werden, okay? Ja, kannst du machen. Alles klar. Idee. Warte mal ganz kurz. Stopp. Ey, du Bürde! Ey! Du Bürde! Halt an, du Bürde! Ey! Halt an, Junge! Hallo? Mensch, hörst du mich nicht? Nee. Du legst die Beine oben auf, die hab ich dir geschenkt. Räum die Scheiße weg, ich sag's dir. Ja, ich wollte dir bei dir verkaufen. Ja. Am Landhandel. Ja, mach das. Ich wusste nur nicht, wohin, deswegen hab ich sie da erstmal abgestellt. Ja, du verkaufst dir gar nichts. Tschüss. So, pass auf, ich muss mal. Ja, ich rufe mal den Karl an. Ja, Entschuldigung, muss kurz was lernen, Harald. Wie immer. Ja. Firma Rass und Ruh, vormittags geschlossen, nachmittags zu. Ja, servus. Moin. Hast du unseren Traktor schon verladen und verzürnt und bist auf dem Weg? Nee, warum? Weil der Peter die freigegeben hat, Karl. Bei mir nicht. Doch, der hat extra geschrieben. Hä? Der Peter hat die freigegeben, wir brauchen die Traktoren am Hof. Wann hat er denn was geschrieben und wem? Ja, der hat dir bei Herbert's Farm geschrieben, hat er gesagt. Und er wollte direkt Bescheid sagen. Hat er angerufen? Nö, angerufen hat er nicht. Herbert's Farm habe ich nicht gelesen. Also ich habe ja irgendwann noch mal Feierabend und schlafen nachts. Also da lese ich ja keine Nachrichten. Okay, alles klar. Pass auf, ich bin gerade bei Peter. Der ruft dich bestimmt gleich nochmal an. Das soll er mal tun. Gut, alles klar. Jo. So, Harald, wir sind da. Ja. Ah, sitzen sie wieder drinnen hier. Guckst du dir an. Weg. So. Warte, ich komm rein. Benu? Ja, sitz mal hier und warten. Ah. Wegen der Lämmer. Hm. Die Herren, würden Sie bitte aus dem Fahrzeug aussteigen? Nein. Doch, der Herr Bayer führt gerade ein polizeiliches Gespräch. Da müssen Sie nicht. Wir können hier reingehen. Kommen Sie rein. Gar nichts. Meditiert oder was, der Rolf? Nee, der sagt jetzt mit Absicht nichts, weil er, ne? Golfi. Was wird er jetzt machen, wenn Rolfi, ich ein Golfi. Rolfi. Mach mal Sitzheizungen an, Rolfi. Herr Manus, ich telefoniere gerade. Wieso steigen Sie einfach ein? Na, weil soll ich im Regen stehen? Rolf, ja, Rolfi, vielleicht. Halt. Rolfi, Golfi, mach ja, mal Sitzheizungen mal rein. Ja, Moment. Danke. Ah, Jeffrey, in die Betthöhle bitte. Ist da noch die Polizei? Ja, die ist noch da. Springen Sie weiter. So, gut. Okay. Ah. So. Unglaublich. Perfekt. Das ist einfach unglaublich. Glauben Sie mir jetzt, dass er ein Telefonat führt? Peter, ich habe mit Karl gesprochen gerade. Aha. Der Karl weiß nichts davon mit den Traktoren. Kannst du den bitte nochmal anrufen? Machen wir sofort. Kommen Sie erstmal mit. Hat er denn, Harald? Keine Ahnung, was er auf dem Herzen hat. Na, guckst du ernst. Kennst du dieses Ernste mit leichten Grinsen im Gesicht? Ich glaube, das ist kein ernstes Schauen. Ich glaube, das ist ein wehmütiges Schauen. Er will sich bei uns entschuldigen für die ganzen Sachen, die auf unseren Schultern und oftmals schon ausgetragen wurden. Ja, er möchte gut, uns bestimmt dem Landhandel eine 1-Million-Euro-Spende überreichen. Pass auf. Das wäre natürlich was Feines. Ne? So, Peter, wir sind bereit. Ihr seid bereit. Ja, wir nehmen es gerne an. Jetzt geht's los. Wäre aber nicht nötig gewesen. Danke dir. Ne? Aber und vielen Dank schön mal. Alles klar. Ich war da mal im Archiv und hab da mal was rausgesucht. Aha. Sollte man nicht machen, immer schlecht. Ja, man sollte einfach archivierte Sachen auch mal gut sein lassen. Sie liegen nicht in dem Fall ist es, glaube ich, besser, dass ich es rausgesucht habe. Die beiden Kriminellen. Ha! Rolfi Golfi, was geht ab? Hey. Ich will noch ein einziges Mal Rolfi Golfi nennen. Ich denke, das war der Name. Spiele ich mit Ihnen Golf. Aber was ist denn hier schon wieder kriminell, mal ganz ehrlich? Lass mal die Kirche im Dorf. Was ist denn du schon wieder? Dolphi. Lustig, Harry. Aber. Du seid doch nicht so. Meine lieben Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.
Lasst das Däumchen da. Morgen früh um 10 erfahrt ihr, wie es weitergeht. Freitag, 10 Uhr die Folge. Und Freitagabend Livestream Drew Farming. Schaut gerne vorbei. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Tschüss und ciao. Sagt tschüss. Sagt tschüss. Tschüss. Ciao.